Herzlich willkommen hier zum neuen Vlog. Habt ihr vielleicht schon alle mitgekriegt? Der erste Tune zur neuen EP ist draußen. Berlin ist jetzt schon 4-5 Tage on air. Und ich habe es bisher nicht geschafft, hier so eine kleine Vlog-Release-Party-Post abzusetzen, denn es war hier ziemliche Action. Gestern hat hier eine fantastische Band bei mir auf der Terrasse gespielt, deswegen hier hinten steht da noch die Bar komplett leer gemacht. Sleepwalker Station heißt die Band, irgendwie fantastische, fantastische Band. Werde ich auch in den Shownotes bei YouTube verlinken und hier in der nächsten Story bei Instagram werde ich die euch mal verlinken. Zieht euch die rein, unfassbar gut. Wie das aussah, könnt ihr euch hier in einem kleinen Video mal angucken. Mega, mega guter Abend. Ging lang. Und dann nachts um eins hatten wir noch die fantastische Idee: Komm, wir machen morgen früh hier gegenüber von mir ist so ein kleiner Park. Komm, wir machen so ein kleines Frühschoppenkonzert. Das haben wir dann auch noch gemacht. Naja, deswegen muss ich erstmal, hab jetzt hier gerade erstmal ein bisschen aufgeräumt, ne? Und da fiel mir ein, ich habe ja auch einen neuen Tune draußen. Deswegen wollte ich da kurz noch mal was zu sagen. Könnt ihr ja mal anhören. Und ich glaube, die EP lade ich dann nächste Woche mal hoch. Aber dazu gibt es dann noch mal einen Post, wenn ich mal ein bisschen geschlafen habe und so. Aber es hat sich tatsächlich mal wieder gut angefühlt, hier so ein Konzert. Und es waren nur 30 Leute da, alle natürlich geimpft, alles super safe. Und so viele Leute auf einem Haufen habe ich anderthalb Jahre, glaube ich, nicht gesehen. Das ist schon schön, aber man muss sich erstmal wieder dran gewöhnen. Also man weiß gar nicht so richtig. Also die Leute, also es ist noch so ein bisschen zäh vom Verhalten, weil keiner weiß so richtig, keiner will negativ auffallen, wenn er jetzt jeden umarmt, aber will auch irgendwie kein Arsch sein, weil er keinen umarmt und es ist alles nur, wir sind sozial kompetenztechnisch im Umgang miteinander so ein bisschen eingerostet, sag ich mal. Das ist mir tatsächlich ein bisschen aufgefallen und erarbeiten wir uns aber wieder. Ja, ich helfe da gerne mit. Naja, und heute Morgen wacht man dann auf und dann ist direkt im Feuilleton der HNA ein Bericht über den Abend hier drin.
Es bleibt einem nichts erspart. Deswegen, ich penne jetzt tatsächlich nochmal eine Runde. Macht's gut. Und danke auch hier, falls irgendwelche Nachbarn von mir das hier hören und sehen. Danke, ich liebe euch auch. Macht's gut. Tschüss.